Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 114 Der rote Faden Zweiter Teil. Kaum war Hermine in den Kerkern an die Tür zu Severus Labor angekommen, wurde sie von jemandem abgefangen. Draco kam eilig auf sie zu und fragte: Können wir mal kurz miteinander reden? Etwas verdutzt nickte sie, so dass er ihr mit einer Geste bedeutete, ihm zu folgen. Er ging bis ans Ende des Korridors und öffnete die Tür zu seinen Räumen, die direkt in sein Schlafzimmer führte, was ihr vor Augen hielt, dass er nicht in Gegenwart seiner Mutter mit ihr reden wollte. Nachdem er die Türe geschlossen hatte, fragte er unverblümt: Was ist mit Severus los? Machte sie... Sie war sich nicht sicher, wie er die Frage meinte. Ist er krank? Fragte er mit gerunzelter Stirn, denn er machte sich ganz offensichtlich Sorgen. Wieso krank? Er schien ungeduldig zu werden und sagte: Ich bin nicht blöd. Heute, als ich dich um Hilfe gebeten habe, da ging es ihm noch schlecht. Und nachdem du gegangen warst, da war plötzlich alles in Ordnung. Mach mir nichts vor. Mit Bestimmtheit forderte er: Sag mir, was los ist. Wird er blind? Blind? Fragte sie verdattert nach. Hör auf, mich auf den Arm zu nehmen, sagte Draco grantig. Ich nehme dich nicht auf den Arm, Draco. Ich verstehe nur nicht, warum du glaubst, er würde blind werden, erklärte sie ruhig. Draco zwang sich zur Besonnenheit und schilderte: Seine Augen sind heller gewesen. Bei meinem Vater sind die Augen auch erst heller geworden, bevor er das Augenlicht verloren hat. Hier staunte Hermine und fragte neugierig: Das hast du gesehen? Was ist vorher passiert, dass seine Augen... Das geht dich nichts an, machte er ihr klar. Zickig antwortete sie: Dann habe ich dir auch nichts zu sagen. Sie ging bereits einige Schritte zur Tür. Da ergriff Draco ihren Oberarm und drehte sie um, bevor er böse zischelte. Was sollen die Spielchen? Hermine schüttelte ihren Arm und befreite sich aus seinem Griff, bevor sie die Augen zusammenkniff und sagte: Du wolltest mit mir sprechen, vergiss das nicht. Wenn wir ein wenig freundlicher miteinander umgehen könnten und wenn du auch meine Fragen beantworten würdest, dann könnten wir vielleicht gemeinsam vorankommen, aber nicht auf diese Art. Was für Fragen hast du? Sagte er in einem Tonfall, der sich anhörte, als würde er etwas ausspucken. Hermine versuchte angestrengt, sich wieder zu beruhigen, bevor sie sagte: Was ist geschehen, bevor dir seine veränderte Augenfarbe aufgefallen ist? Sie bemerkte, wie Draco sich auf die Unterlippen biss und entspannte die Situation mit den Worten: Ich will ja keine Details hören. Erzähl es mir so oberflächlich wie möglich. Ich nehme stark an, dass ihr über etwas sehr Emotionales geredet habt. Draco nickte, aber er wusste nicht, wie er die heutige Situation oberflächlich schildern könnte, also begann er langgestreckt zu erzählen. Er war wegen Freitag noch etwas ungehalten. Er hat dir die Leviten gelesen, sagte Hermine in ruhigem Tonfall, weil sie die Situation sofort verstanden hatte. Ihr Gegenüber blickte sie zwar durch verengte Augen an, nickte jedoch, bevor er hinzufügte: Das Gespräch ist dann persönlicher geworden. Er hatte keine Ahnung, wie er ihr, ohne Details zu nennen, davon erzählen könnte, dass er Severus gebeten hatte, der Patenonkel seines Kindes zu werden. Hermine bemerkte seine Schwierigkeiten und sagte ganz offen: Ich weiß, dass wir uns kaum kennen. Er blickte auf und als sie sich ansahen, erklärte sie: Wenn ich dich sehe,
dann denke ich immer noch als erstes an den Draco, der du damals warst. Erinnerungen an verschiedenste Auseinandersetzungen blitzten gleichzeitig bei ihm und ihr auf. Ich kenne dich nicht so, wie Harry dich kennt. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals so sein wird. Aber du kannst mir glauben, dass ich niemals jemanden auf den Arm genommen habe, wenn man mir etwas Persönliches anvertraut hat. Severus leidet an irgendetwas. Und ich glaube, dass er die meiste Zeit über sehr niedergeschlagen ist. Und deswegen möchte ich ihm helfen. Sagte sie ehrlich. Draco musste sich setzen, auch wenn es keine Neuigkeit für ihn war, dass sein Patenonkel schwermütig sein sollte, denn das hatte er selbst jahrelang miterleben müssen. Wortlos bot er ihr den anderen Stuhl an einem kleinen Tisch an, so dass sie ihm gegenüber Platz nahm. Er sagte vorhin, Dracos Stimme war erschreckend leise, dass er nicht wüsste, wie lange er noch. Da er innegehalten hatte, fragte sie nach. Wie lange er noch was? Er hat den Satz nicht beendet. Aber es ist doch eindeutig, oder? Du denkst das Gleiche wie ich. Habe ich recht? Fragte er nach. Sie schüttelte den Kopf, weil sie nicht wahrhaben wollte, dass es so schlecht um Severus aussehen sollte, weswegen sie versuchte zu erklären. Er ist ja nicht immer so, oder? Ich meine, es sind nur Momente, wo er keinen... Sie schluckte kräftig. ...Sinn mehr sieht. Er sieht seit Voldemorts Tod keinen Sinn mehr, sagte Draco und er stutzte, weil er das erste Mal in seinem Leben diesen Namen ausgesprochen hatte, ohne vor ihm zu erschaudern. Das ist auch der Grund, warum er... Er stockte, doch er entschloss sich dafür, ihr die Wahrheit zu sagen. Warum er abgelehnt hat, Patenonkel für mein Kind zu werden. Sie machte große Augen und fragte leise. Das war es, was so persönlich war? Du hast ihn gefragt und er hat abgelehnt? Er nickte, sodass sie ehrlich sagte. Das tut mir so leid, Draco. Das hat dich sicherlich sehr getroffen. Wieder nickte er, bevor er erzählte. Ich habe ihm gesagt, was er mir als Patenonkel bedeutet und dass ich es mir wünschen würde. Er konnte nicht so offen mit Hermine sprechen, auch wenn sie so verständnisvoll zu sein schienen. Es ging einfach nicht. Das war der Moment, als du ihm das gesagt hast. Da ging es ihm auf einmal schlecht? Fragte sie, doch sie beantwortete ihre Frage selbst. Ja, so war es bisher immer. Stutzig wiederholte Draco ihre Worte und er fragte sich, was sie mit immer meinen würde. Was geht in ihm vor? Fragte er vorsichtig, denn ganz offensichtlich war ihm einiges entgangen. Behutsam erklärte sie. Wir glauben, er hat durch irgendetwas die Fähigkeit verloren, empfinden zu können. Doch dann gibt es Momente... Sie suchte nach einem anderen Beispiel und erzählte. Als ich bei ihm angefangen habe, da waren seine Augen stets so schwarz, wie man sie bei ihm kennt. Aber mittlerweile sind sie immer braun. So etwas geht doch überhaupt nicht, warf Draco ungläubig ein. Du hast es doch heute selbst gesehen. Ich brauche gar nicht mehr zu fragen, ob dir das früher schon einmal aufgefallen war. Ich meine, als ihr beide unterwegs wart. Ist mir nie aufgefallen, sagte er kopfschüttelnd. Per Aufrufezauber ließ Draco zwei Gläser und eine Flasche Traubensaft an den Tisch schweben. Er schenkte sich und ihr etwas ein, bevor er tief ein- und ausatmete. Hermine stützte ihre Ellbogen auf dem Tisch ab und lehnte sich zu Draco, bevor sie sagte, Sir Nicholas hat mir gesagt, dass Severus nach der Schule, als er hier als Lehrer angefangen hat, braune Augen hatte. Ich glaube, das ist seine normale Farbe. Draco riss die Augen auf, doch hörte weiterhin zu, als Hermine schilderte. Und erst ungefähr ein Jahr später, da wären sie so dunkel geworden. Ein Jahr später? Fragte Draco und rechnete im Kopf. Das wäre ungefähr der Zeitpunkt gewesen, als Voldemort Harrys Eltern
Ja, es muss damals etwas geschehen sein, dass er so... Oh, Draco, ich weiß gar nicht, wie ich dir alles in so kurzer Zeit erzählen soll. Nach Voldemorts Tod muss erneut etwas mit ihm geschehen sein, denn er scheint ab und an wieder etwas zu empfinden. Aber genau das scheint er nicht ertragen zu können, sagte sie. Ein Fluch? Murmelte Draco. Sofort hellhörig geworden, sagte Hermine. Gibt es so einen Fluch, der Gefühle absterben lassen kann? Keine Ahnung. Ich dachte, du würdest mir das sagen, erwiderte er. Herrgott, ich stolpere von einer Theorie in die nächste und keiner von denen, die die Antworten kennen, sind bereit, mir welche zu geben. Das ist so frustrierend, schimpfte sie. Wer soll denn Antworten kennen? Der Direktor. Und natürlich Severus selbst. Aber wenn ich ihn etwas frage, dann blockt er ab oder wird richtig fies. Dabei war er es selbst, der Harry diesen Hinweis gegeben hat, nörgelte sie. Severus hat Harry... Was für ein Hinweis? Fragte Draco kopfschüttelnd, der bei den ganzen Informationen aus allen Wolken fiel. Na, dass er vor 20 Jahren jedes Gefühl begraben hätte und nur noch Hass übrig geblieben wäre, erklärte sie. Das hat er gesagt? Und ich habe geglaubt, du stellst hier nur wilde Vermutungen an, sagte Draco verdutzt. Sie schenkte ihm einen vorwurfsvollen Blick, bevor sie erklärte. Nein, ich vermute nicht nur. Severus war es selbst gewesen, der Harry auf etwas aufmerksam gemacht hat, und wir sind mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass er Hilfe von uns erwartet. Gleichzeitig hat er offensichtlich Angst, dass wir tatsächlich dahinter kommen könnten, weswegen er selbst uns im Dunkeln tappen lässt. Und Dumbledore? Was hat der damit zu tun? Wollte Draco wissen. Hermine hob und senkte die Schultern und erklärte daraufhin. Er weiß wahrscheinlich genau, was Severus widerfahren ist. Aber er sagte, er hätte versprochen, darüber nicht zu reden. Im gleichen Atemzug hatte er Harry und mir jedoch nahegelegt, dass wir nicht aufhören sollten, womit auch immer, und dass wir Severus nicht aufgeben dürfen. Draco hatte sehr aufmerksam zugehört und kam zu dem Schluss, dass es möglicherweise wahr sein konnte. Er hatte niemanden im Leben getroffen, der so kaltherzig wirkte wie Severus. Selbst sein eigener Vater hatte schon einmal Herz gezeigt, wenn auch nicht sehr oft. Das ist ziemlich gruselig, sagte Draco verwirrt. Ich meine, ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass Severus sich einfach so sehr unter Kontrolle hat, dass man von ihm kaum Gefühlsausbrüche erwarten darf. Wenn aber nur Hass übrig geblieben sein soll, wie kann er einen Herrn Patronus herbeirufen? Dazu benötigt man eine glückliche Erinnerung und die muss er haben, denn er kann einen Patronus heraufbeschwören und er ist nicht gerade klein. Oh, machte Hermine. Was hast du? Habe ich gerade eine deiner Theorien verworfen? Fragte er neckend. Nein, du hast nur die Theorie bestätigt, dass er nicht seelenlos sein kann, erwiderte sie. Draco stieß hörbar Luft durch die Nase aus, bevor er den Kopf schüttelte und sagte, wenn er ohne Seele wäre, dann würde man das merken, denn dann wäre er tot und nur sein Körper würde noch umherwandeln. Er hätte keine Leidenschaft mehr wie das Tränkebrauen, nicht einmal die Ambition, von alleine auf Toilette gehen zu wollen. Weißt du vielleicht, ob ein Dementor nur einen Teil der Seele vernichten kann? Was für eine Theorie ist das denn, bitteschön? Fragte er spöttisch. So ein Kuss dauert keine 10 Sekunden und weg ist die Seele. Und woher weißt du das? Wollte sie sofort wissen. Damals, als man Black geschnappt hatte, da hat mir Severus erzählt, was er alles dafür gegeben hätte, beim Kuss zusehen zu können. Er hatte sich darüber informiert, wie lange es dauern würde, und er war der Meinung, dass er 10 Sekunden mit Leichtigkeit als Zuschauer ertragen könnte. Das ist auch so eine Sache, die mich natürlich stutzig macht, warf Hermine ein. Denn wenn er davon ausgeht, so einem Kuss zusehen und ungeschoren davonkommen zu können, dann frage ich mich, warum. So einem Kuss beizuwohnen soll unerträglich sein und einem den Verstand rauben. Draco machte große Augen und sagte leise, ich habe es damals nur für einen Witz gehalten. Vielleicht hat er dich aber auch auf etwas aufmerksam machen wollen. Vielleicht wollte er, dass du stutzig wirst und ihn fragst, warum er denken würde, er könnte es ertragen.
Möglicherweise war Harry nicht der Erste, von dem er sich Hilfe erhofft hatte, sagte sie, während sie beobachtete, wie Draco in eine Grübelstarre zu verfallen schien. Denn seine Augen fixierten das Glas vor sich und er blinzelte nicht ein einziges Mal. »Ich muss langsam los, Draco. Er wartet auf mich«, sagte Hermine und bedankte sich für das Getränk. Draco sprang von seinem Stuhl auf. »Warte«, sie drehte sich zu ihm um, sodass er fragen konnte. »Was macht ihr, um ihm zu helfen?« Sie zuckte mit den Schultern und erwiderte. »Ich weiß es nicht, aber irgendetwas scheinen wir ja richtig zu machen, wenn man Albus Glauben schenken darf.« Sie ging einen Schritt zur Tür, aber er hielt sie erneut auf, indem er ihren Oberarm ergriff. Diesmal jedoch zaghafter als vorher. »Was kann ich tun?« fragte Draco, der aufrichtig seine Hilfe anbot. »Was hast du bereits getan?« fragte sie rätselhaft zurück. Er dachte daran, wie er Severus umarmt hatte und es ihm erst danach schlecht gegangen war. Doch er wollte es ihr nicht sagen. Vielleicht würde sie ihn für einen Schwächling halten. Weil er nicht antwortete, sagte sie: »Ich würde empfehlen, dass du so weitermachst wie bisher. Und wenn es ihm wieder schlecht gehen sollte, dann bleib einfach bei ihm.« Hermine musste nicht weit laufen, da war sie schon an der Tür zu Severus' Büro und öffnete sie, ohne zu klopfen. Drinnen saß er an seinem Pult und ging Hefte der Schüler durch, bevor er aufblickte. »Ah, zurück von einer gepflegten Konversation mit dem Direktor? Oder würden Sie es eher unter belangloser Plauderei einordnen?« fragte er mit einem hochgezogenen Mundwinkel. Dem einzigen Indiz dafür, dass er sich einen Scherz erlaubt hatte. Offensichtlich hatte er sich schnell wieder von seinem kleinen Schwächeanfall erholt. »Oh nein, es war schon sehr interessant. Aber ich muss mich erst einmal setzen«, sagte sie entkräftet, bevor sie auf einem Stuhl Platz nahm. Das Gespräch mit Draco war auch nicht ohne gewesen, dachte sie, denn es war schön zu wissen, dass er sich überwunden hatte, gerade sie zu fragen, wie es um Severus stehen würde. Severus nahm sich einen Stuhl und gesellte sich zu ihr, bevor er fragte: »Wie fühlen Sie sich jetzt?« Sie blickte ihm in die Augen und erwiderte ernst: »Zunächst einmal bin ich der Überzeugung, dass mein Blutzuckerspiegel jetzt mindestens 3-mal höher ist als mein Intelligenzquotient.« »Das bezweifle ich«, erwiderte er todernst. »Denn dann wären Sie längst tot.« Es dauerte einen Moment, bis sie seine Anmerkung als Kompliment hatte entschlüsseln können, was sie zum Lächeln brachte, und gleich darauf erklärte sie: »Er hat nichts dagegen, dass ich schwarzmagische Bücher lese, aber es wäre ihm lieb, wenn Sie dabei wären.« »Ah«, machte er, denn er hatte offensichtlich nicht mit etwas anderem gerechnet. »Und Albus hatte mich auch darüber informiert, dass es eine Beschwerde über mich gegeben hat«, fügte sie hinzu. Er zog eine Augenbraue in die Höhe und fragte: »Tatsächlich?« »Ja. Ihr Gemälde hat mich angeschwärzt«, sagte sie gespielt eingeschnappt. »Salazar, warum?« Sie ließ ihn nicht ausreden und erklärte: »An dem Abend, an dem wir den Adlerauge eingenommen hatten, da wollte er mich nicht reinlassen und deswegen habe ich ihm gedroht.« Er schluckte bei der Erwähnung dieses Abends, doch er konzentrierte sich auf das eigentliche Thema und fragte nach: »Wie haben Sie bitteschön einem sprechenden Gemälde gedroht? Mit Terpentin?« Unvermittelt brustete Hermine los und er schien für nur einen Moment erschrocken gewesen zu sein, so eine Reaktion bei ihr hervorzurufen. Sie erklärte ihm, dass sie Salazar mit einem Bombarda Maxima gedroht hatte. »Warum das?«, wollte er wissen. »Ich wollte zu Ihnen, Severus. Ich wusste ja nicht...« Nur in Gedanken beendete sie den Satz. Er äußerte sich nicht,
weil ihm das Thema unangenehm zu sein schien, so dass sie sagte: Eines ist mir an diesem Abend klar geworden, Severus. Er blickte sie mit so einer Furcht in den Augen an, als würde er damit rechnen, dass sie ihn jeden Moment mit seinem Geheimnis konfrontieren würde. Entgegen seiner Erwartungen sagte sie jedoch: Mein Farbtrank ist leider keine neue Erfindung. Sie seufzte und blickte betrübt zu Boden. Was lässt sie denn das denken? Wollte er wissen. Sie kniff die Lippen zusammen und erklärte: Wenn es schon eine Nebenwirkung des Adlerauges ist, dass man die Magiefarben von einem Zauberer sehen kann, dann ist mein Trank nicht neu. Ihr Trank, Hermine, zeigt die Farben nicht nur kräftiger und länger, sondern er hat auch keinerlei Nebenwirkungen. Es mögen Ähnlichkeiten vorhanden sein, besonders was die Zutaten betrifft, aber sie sind von allein draufgekommen und haben den Trank nur zu diesem Zweck entwickelt. Wahrscheinlich war dem Entdecker des Adlerauges diese farbenfrohe Nebenwirkung nicht einmal aufgefallen. Oder er wusste nichts damit anzufangen. Sie haben diesen Trank entwickelt, bevor sie von den Nebenwirkungen des Adlerauges wussten. Machte er ihr klar? Sie seufzte erneut, denn sie hatte das Gefühl, man könnte ihren Trank später abgekupfert nennen. Er durchbrach die Stille und sagte: Der Abend ist schon angebrochen. Heute können wir nichts Großartiges mehr beginnen. Wissen Sie, wozu ich Lust hätte? Fragte sie plötzlich mit ganz glänzenden Augen, während sie sich ihm zuwandte. Er ahnte, dass sie wahrscheinlich ein Buch der dunklen Künste lesen wollte, schüttelte dennoch den Kopf, sodass sie ihm offenbaren konnte. Ich habe Lust darauf, zum See zu gehen. Seine Stirn legte sich in Falten. Und dann Erbes Grab zu öffnen. Seine beiden Augenbrauen schnellten zum Haaransatz hinauf, bevor er sich zu ihrem Vorschlag äußerte. Hat man Ihnen schon einmal gesagt, dass hinter Ihrem schlauen Köpfchen mit den vielen exzellenten Ideen ein überaus morbider Geist zu stecken scheint? Sie grinste und sagte schelmisch: Die Idee kam ja ursprünglich von Ihnen. Vielleicht färben Sie einfach nur ab. Mit ernster Miene erwiderte er besorgt: Ich hoffe doch nicht. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.